Holla, Nana Sturm hier auf dem Kanal Matriwissen und ich freue mich ganz sehr, heute hier eine Premiere ankündigen zu können. Meine erste Interviewpartnerin sitzt hier neben mir, Dagmar Margotsdotter. Hallo. Ja, und wir wollen jetzt mal über lebende, aktuelle Matriarchate reden, weil du bist ja gereist zu diesen Völkern und hast da vermutlich interessante Bekanntschaften gemacht. Also vielleicht als erstes die Frage, wie kannst du dich noch an deinen ersten Eindruck erinnern? Wie war das, als du das erste Mal vor Ort irgendwo Leute kennengelernt hast? Ja, das hat mein ganzes Leben verändert. Also das war im Jahr 2000, da bin ich mit meinen drei Kindern und meiner Lieblingstante dort gewesen. Mein jüngster Sohn war 4 Jahre alt, die anderen beiden waren ungefähr 13 und 10 und waren in der Pubertät. Und das hat nachhaltige Wirkung auch auf sie gehabt. Bei welchem Volk warst du damals? Da war ich bei den Khasi im Meghalaya, das ist ein Bundesstaat von Indien. Und die Khasis, das sind ungefähr 1 Million Menschen und da lebten wir in der Großstadt Shillong. Da gibt es einen Stadtteil, der ist nur von Khasis bewohnt und durften den Clan kennenlernen, bei dem meine Kollegin gefilmt hatte. Ja, es war super. Also es ist durch eine persönliche Vermittlung ist der Kontakt zustande gekommen. Ja, das ist auch ganz, ganz zentral. Das ist eigentlich so mit das größte Geheimnis. Also so von Hotels aus kannst du Matriarchate nicht wirklich kennenlernen. Da kommst du nicht wirklich rein in die Familienstrukturen und die Familien. Das geht eigentlich mehr durch persönlichen Kontakt. Aber ja, dann als du dort also warst und was war das Erste, was dir als wirklich anders aufgefallen ist? Zwei Dinge möchte ich mich erinnern. Das eine war, dass die Männer untereinander extrem freundlich und zugewandt waren. Also das war, nun habe ich ja, war ich ja auch mit drei Jungs unterwegs und da denen fiel das schon auf, dass auch die jungen Männer so extrem zärtlich auch miteinander waren und unwahrscheinlich sozial und überall hast du Männer gesehen und kleine Jungs und große Jungs mit Kindern auf dem Rücken und das fand ich also sehr bewegend und das Zweite, was ich sehr bewegend fand, war, dass die Frauen da denen fehlte ein soziales Lachen. Sie wirkten etwas ernster, als wir das gewohnt sind. Und da habe ich gemerkt, das liegt daran, dass sie ganz authentisch sind. Ja, sie sind bei sich und sie brauchen nicht den ganzen Tag so Höflichkeitsformen untereinander. Die haben eine andere Stellung in der Gesellschaft. Das ist. Welche Stellung haben Sie? Ist natürlich die Frage, die uns da interessiert. Ja, ich möchte sagen, die zentrale Stellung. Also sie sind die Spenderinnen der Lebensmittel und sie sind die Spenderinnen des Lebens und der Mittelpunkt des Lebens. Also im Grunde genommen, ja, Matriarchat kann man ja auch als mütterzentriert beschreiben. Das ist eigentlich das, oder frauenzentriert, was du jetzt, du es auch wirklich dann vor Ort wahrgenommen hast. Ja, die Betonung ist schon mütterlich. Die Betonung ist Frau als Mutter, egal ob sie selber Kinder bekommen hat oder nicht. Das ist uns auch immer wieder ganz wichtig, das zu betonen. Also auch in matriarchalen Gesellschaften bekommen Frauen mal keine Kinder. Das ist so. Und deswegen sind sie aber trotzdem Mütter. Ab einem bestimmten Alter wird eine Frau als Mutter betrachtet, weil sie diese Möglichkeit in sich trägt und sich diese Potenz in allem zum Ausdruck bringt. Egal was sie ist, ob sie Lehrerin ist oder Bäuerin ist oder Köchin ist oder Sängerin ist, das wird sich in allem ausdrücken. Ja, das hört sich jetzt so an, also für mich hört sich so an, als wäre das irgendwie wirklich nochmal ein ganz anderer Blick auf Mütterlichkeit. Also hier hat ja das Muttersein oft so ein bisschen was, ich weiß nicht, wie soll ich das sagen, aber es ist nicht gerade sexy. Und wenn du das so beschreibst, dann ist es irgendwie, das scheint ja, wie ist der ganze Begriff, die,
ganze Definition von Muttersein scheint mir ein bisschen anders zu sein. Ist das richtig? Also, das ist nicht nur richtig, sondern das ist das Geheimnis aller matriarchalen Gesellschaften. Also Mütterlichkeit gilt dort als die bedeutendste Eigenschaft auf der ganzen Welt. Für sie ist die ganze Welt eine Mutter. Und danach richtet sich die ganze Gesellschaft, danach richten sich auch die Männer selbst. Das ist das größte Ideal. Das ist im Grunde das allumfassende Prinzip. Immerhin bringt das mütterliche Prinzip das männliche auch hervor. So, das ist alles. Und das ist auch sexy. Das ist alles. Es ist einfach alles. Wenn ich das so höre, dann kann ich mir vorstellen, dass viele Männer da das Gefühl haben, aha, wenn die Frauen also alles hervorbringen, welche Rolle haben denn dann überhaupt die Männer noch? Wie hast du die Männer da erlebt? Sie sind immer geliebte Söhne und als solche erleben sie sich auch und entsprechend lieb sind sie auch, entsprechend nett und entsprechend wohlgefällig und ruhig und in sich ruhend, meine ich jetzt. Also nicht im Sinne von langweilig, sondern einfach satt und freundlich und sie sind einfach überall geliebt. Ja, sie behalten ihr Mutterhaus. Sie müssen keine Angst haben, dass sie sich auf der Straße wiedersehen, weil ihrer Frau die Nase nicht passt oder sie sich einen besseren nimmt. Das fällt alles weg. Sie sind aufgehoben in einer mütterlichen Gesellschaft, immer in ihrem mütterlichen Zuhause und entsprechend gesettelt. Jetzt hast du ja im Grunde genommen gerade schon so ein bisschen angesprochen, es gibt da also ja eine ganz andere Familienstruktur, da würde ich gerne gleich nochmal drauf zurückkommen, aber ja, erstmal vielleicht nochmal, du warst also bei den Kasi damals, du hast ja aber auch noch andere Matriarchate besucht, vielleicht lass uns da nochmal kurz drüber reden, damit irgendwie ja, wir das alle nochmal nachvollziehen können, woher du eigentlich da deine Erfahrung beziehst. Ja, nachdem ich bei den Kasi war, da musste ich erstmal mich selber neu strukturieren. Also ich musste erstmal selber staunen und habe dann die Mosu in China besucht. Das ist allerdings ein paar Jahre später gewesen und habe dann die beiden miteinander auch noch verknüpft. Also die habe mit einer Mosu-Frau die Kasi besucht, weil wir ja wissen, dass matriarchale Strukturen überall sehr, sehr ähnlich sind. Mhm. Ja, und danach war ich dann bei den Minangkabau auf West Sumatra. Und das tue ich jetzt eigentlich jedes Jahr, diese alle besuchen, immer abwechselnd oder gleichzeitig. Ach. Also letztes Jahr war ich auch noch auf Engano mit. Jetzt wird es kompliziert. Mit einer Minangkabau-Frau war ich dann in einem weiteren Matriarchat und das war sehr spannend. Wo sagtest du? Auf Engano. Das ist eine Insel zwischen Indonesien und Australien. Ah. Ja, da ist auch ein weiteres Matriarchat. Mhm. Also du hast mittlerweile sehr viel Zeit verbracht, wirklich da vor Ort in Matriarchaten. Und ja. Genau, und nicht nur sehr viel Zeit in Matriarchaten verbracht, sondern speziell auch in diesen Clans. Also sie sind mir sehr ans Herz gewachsen und sie waren auch alle schon hier, Mitglieder aus diesen Clans, sowohl von den Kasis als auch von den Mosu, als auch von Indonesien und haben auch mal geguckt, wie wir hier so leben und das ist auch toll und spannend. So rum. Ja. Das ist natürlich in der Tat spannend, das würde mich persönlich jetzt ja sehr interessieren. Was denkt jemand, die matriarchal aufgewachsen ist, wenn sie dann sieht, wie wir hier leben? Was kannst du da berichten? Was haben die hier für Erfahrungen gemacht? Ja, das ist erstmal, also wir haben darüber auch einen Film gedreht, Matriarchate weltweit heißt das. Und das ist eine Sache, die war schwierig herauszufinden, weil sie gelinde gesagt niemals unhöflich sein möchten. Das kann man mal so sagen. Also was
Wenn du sie fragen würdest, was denkst du denn jetzt davon, wenn zum Beispiel wir haben Altenheime besucht, wir haben Oh. Geburtsstationen im Krankenhaus besucht, oder ich habe Freundinnen besucht in meiner Stadt, die leben dann alleine, geschieden mit einem Kind in einem großen Haus. Und so, wenn du sie dann fragst, ja, na, was denkst du denn jetzt darüber? Das ist, dann wirst du nicht erfahren, ja, das ist ja furchtbar, so nicht. Sondern dann, es wird dauert eine Weile, bis du dann merkst, dass sie eigentlich im Stillen darüber weinen, wie komisch das hier bei uns ist. Also, das haben wir haben das selbst erlebt. In Jena ist unsere liebe Mina Kabau in Tränen ausgebrochen, dass wir unsere Alten in Altenheime stecken. Das konnte, also die musste bald weinend vom Podium getragen werden, weil das war so. Konnte das nicht. Sie hat gesagt, ihr wurdet ausgetragen Ja. von ihnen und dann 9 Monate lang und dann großgezogen und dann steckt ihr sie weg. Das gibt's nicht. Für sie bedeutet, für matriarchale Menschen bedeutet ein alter Mensch im Haus das pure Glück. Das ist, also wenn die Großmutter oder der Großonkel vielleicht mal woanders zu Besuch ist, dann wird er ganz schnell wieder zurückgeholt, damit das Glück hier niemals endet. Das ist in der Tat ein Riesenunterschied, wie sich's anhört. Ja, nun muss ich aber dazu sagen, der Gerechtigkeit halber, dass sie ja auch nie alleine sind, die Menschen. Also es gibt da keine alleinerziehenden Mütter und es gibt da auch keine alleinpflegende Töchter, also die dann die alte Mutter oder den alten Vater 24 Stunden lang pflegen muss. So was gibt es nicht. Das sind einfach immer viele angenehme Menschen umeinander herum.